Auf der Speisekarte beim Besuch der Bayerischen Grünen in Stallwang Käsespätzle mit Röstzwiebeln oder Kichernudeln mit Apfelkompott. Natürlich aus eigener Herstellung. Den Gästen scheint es zu schmecken. Und warum auch nicht? Ökologisch erzeugte Produkte aus der Region sind bei den Verbrauchern äußerst beliebt. Spätestens seit die Krankheit BSE im Jahr 2001 aufgetaucht ist. Doch die Anbieter ökologischer Produkte sind Mangelware. Der ökologische Anteil von der Landwirtschaft in Niederbayern liegt leider nur bei 2,5 oder 2,8%. Bayernweit ist er bei 6,5%, also da hinkt Niederbayern leider hinterher, obwohl es hier viele fruchtbare Böden gibt und wirklich noch viel Landwirtschaft. Wie zum Beispiel rund um die Nudelfabrik von Karl-Heinz Hierl. Dieser verarbeitet seit 1995 überwiegend regionale Produkte zu Frischeinnudeln in Bio-Qualität. Das Weichweizenmehl ist von der Hackermühle in Straubing. Und die Hackermühle selber bekommt den Rohstoff Weizen von Landwirten aus Niederbayern. Das Ei, das Flüssigei, das wir brauchen, kommt quasi zu 3/4 aus dem Westerwald von einem Naturlandbetrieb und der Rest von einzelnen Betrieben aus Bayern. Damit der Nudelmacher auch Eier aus Niederbayern verarbeiten kann und es auch noch mehr Anbieter werden, will Gisela Sengel die Vorteile ökologischer Landwirtschaft weiter in der Gesellschaft verankern. Also der ökologische Landbau sollte nicht ausgelagert werden in irgendwelche Sonderberufsschulen, sondern wirklich immer parallel unterrichtet werden. Dann müsste das die Beratung verbessern. Es könnte sein, dass alle kommunalen oder öffentlichen Einrichtungen vor allem ökologische Lebensmittel beziehen aus der Region. Dann haben auch wieder mehr Bauern Mut umzustellen, wenn sie wissen, wohin sie ihre Produkte vermarkten können. Karl-Heinz Hierl vertreibt seine Produkte über etwa 10 Großhändler und an Großküchen, wie zum Beispiel in Schulen. Für die Zukunft plant er, eventuell auch Trockennudeln in sein Sortiment mit aufzunehmen und damit die Abwärme der benachbarten Biogasanlage zu nutzen. Von der Politik erwarte ich mir, dass sie kleine Betriebe und kleine mittelständische Betriebe unterstützen und dass sie die nicht den Lebensmittelmarkt völlig den Konzernen übergeben. Das könnte in Zukunft aber noch schwieriger werden. Die Grünen setzen zwar auf Bio und regional, die Europapolitik jedoch scheint sich globaler auszurichten. Was wir erstmal fordern, ist überhaupt eine öffentliche Diskussion darüber, über die Auswirkungen des Freihandelsabkommens. Das wird zurzeit geheim verhandelt. Selbst wir als Parlamentarier auf europäischer Ebene sind nicht involviert. Das ist eigentlich ein Unding. Es bedroht gerade die mittelständische Wirtschaft, gerade auch den Ökobereich mit seinen Auswirkungen ganz massiv. Am Ende des Besuchs steht fest, es gibt noch viel zu tun. Aber mit einem vollen Magen lässt es sich ja auch gleich wieder viel stärker anpacken.